Hallo und willkommen zurück bei Fortress-Kräfte Wolf Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir dem Anduin, grüß euch. Ja, ich bin schon am Lageraufbau für das Eisen. Ich warte nur noch auf dein Eisen, Anduin. Ja, ja. Es kommt. Bisschen dauern. Aber ich baue gerade die letzten Bahnleitungen, dann gehe ich sofort die 14. Cool. Was für die Bahn gibt es auch schon Leitungen? Blödsinn. Also für die Erze, die raufgehen. Ja. Vom Lager nach oben. Ja. Und die Erzleitungen von der Förderung zum Lager, die gehe ich als nächstes an. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Ja, ja, ja. Auch nur ein bisschen. Ding, ding, ding. Die, die. Nur ein bisschen, so. Blödsinn. Da sind wir fertig. Ah ja, und da ist noch nicht ausgehoben. Das heißt, wir gehen die zweiten Leitungen an. Ganz rauf einmal. So. Ich hoffe, da sind uns nicht wieder irgendwelche großen Vorkommen im Weg. Das frisst immer Zeit. Ups. Wir haben genug. Jetzt wird es dann einmal Zeit, dass wir die Waffen aufrüsten, glaube ich, ne? Oder haben wir da schon was? Ah ja, wir hatten ja ein Thema. Haben wir? Wie machen wir es denn mit der Kohle? Weil wir sind ja nach der Aufnahme, glaube ich, war das drauf gekommen, dass wir... Ungewaschen und nicht durchnummeriert, bitte. Ja, genau. Ja, stimmt. Weil wir haben nämlich das Zinn ganz in die Ecke und haben für die Kohle nichts freigelassen. Rücken wir dort, wo es in die Lagern geht, eins weiter einfach mit allen. Also sprich, dass Kohle in der Ecke ist. Ich werde die Leitungen sowieso in jeder Etage beschriften irgendwann. Ja, ich muss nur wissen, weil ich das verlege ist, ne? Also. Ja, gute Frage. Ja, am besten wäre es vermutlich. Es soll halt nicht im Weg sein. Was im Weg? Ich will etwas anderes dann, wenn die Kohle im Eck ist. Ist ja nichts im Weg. Es geht nur darum, in welcher Reihenfolge das. Die Leitungen. Okay. Da wo es von der Förderung nach oben kommt und ins Lager reinläuft. Ne? Nachdem wir Zinn ganz in die Ecke gesetzt haben. Okay. Haben wir da jetzt eigentlich einen kleinen Fehler. Ne? Haben wir da einen Schönheitsfehler sozusagen. Ja. Ja. Ich setze ins Eck. Ja. Die Kohle. Ja. Ja. Würde ich dann schon sagen. Ja. Passt. Gut. Dann kommt nämlich da die Kohle rauf. Also die halt tiefer ist. Ups. Aber bei der Kohle kann es ja durchaus sein, dass er von oben was reinkommt, ne? Ja, wir haben ja vor der Tür genug Kohlereserven. Da haben wir zum Beispiel gleich eine Kohle. Die könnte man da auch gleich fördern. Da brechen wir jetzt einmal da auf. Ups. Und hängen das da an. Das ist die große Frage, wohin schaut der Pfeil? Ja, passt. Außerhalb wirklich machen.
Österreich-Chopper aufstellen ist nicht jetzt unbedingt das Spannendste. So, und dann ist das hier irgendwann einmal das Zinnlager. Der Zuleitung zum Smelter geht dann auf der anderen Seite weg mit den Bahnen, ne? Eigentlich. Jo. Jo. Dass alles an der Decke verläuft, damit man frei durchlaufen kann. Jo. Mhm. Ah, ich hab's durchblickt. Jo. Glaube ich halt. Na, na, stimmt. So. Jetzt hast du das voll gecheckt? Haha, ich bin der Wortchecker. Jetzt warte ich nur noch auf das Eisen. Das dauert noch. Hinten. Ah ja, das kann man zaubern. Ja. Warum nicht? Nicht zaubern? Ja. Kein Harry Potter. Okay. Kein Brillenschlumpf. Brillenschlumpf. Jawohl. Arme Harry. Schlumpf mit Zauberstab. Mit Zauberstab. Da magst du Freunde. Wie sprichst du über einen großen Harry? Ich habe sogar alle Bücher gelesen. Stimmt, ja. Ja, da gibt's ja auch was. Das könnte man also nebenbei erzählen. Okay. Neben unseren Herumgewurschtletter. Was ist dir wieder eingefallen? Wir haben am Wochenende jetzt im letzten fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Angeschaut. Rowling. Ja. Der war ja super. Also ich war bin sehr, schon gut, oder? Sehr gespannt, wie es im nächsten weitergeht. Mhm. Der soll, glaube ich, was ich gelesen habe, 2018 dann rauskommen. Mhm. Also woher die Frau die Ideen nimmt. Spielt er im gleichen Universum? Ja, genau. Aber ich glaube, zeitmäßig ein bisschen früher. Ja, ich bilde mir ein, oder der Harry spielt eher so in der Jetztzeit. Mhm. Würde ich mal vermuten, die Filme so. Okay, das hat schon richtig weit darunter ausgesorgt. Gezeigt haben. Überleg immer beim Harry, was hat man von der Echtwelt gesehen, wo man sie festhalten kann, in welcher Zeit das spielt. Hat man irgendwann einmal Autos nur, gesehen oder so? Ja, ja, eigentlich nur bei seiner Ziehfamilie. Ja. Am Anfang, oder? Mhm. Ja, und in den späteren Teilen, da waren sie dann schon auch in der Muggelwelt, teilweise also in der normalen Menschenwelt unterwegs. Ne? Aber das hat schon sehr aktuell ausgeschaut. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, fantastische Tierwesen spielt zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Mhm, ja. Hätten wir gemeint, ne? Ja, genau. Du hast da schon ganz schön viel Kohle angeschlossen. Ja, ja, dass das Geschoss leer wird. Das mache ich jetzt in neuen Geschossen so richtig massiv abbauen. Wird zwar trotzdem natürlich dauern. Ja. Seine Zeit. So, ich muss jetzt runter. Zinn wäre jetzt einmal da soweit. Ja, genau. Zinn wäre hier soweit. Was heißt das, dass Zinn schon raufgeleitet wird? Naja, schon noch, aber auf dem alten Weg, ja. Ah, okay. Aber ja, ja, passt. Passt. Okay, und da habe ich genauso diese diesen Kacke zu bauen. Weil der Weg jetzt ist ja umgekehrt zu dem, wie ihn vorher gehabt hat. Ne? Beim Vorher sind die Leitungen immer weniger geworden, je tiefer ich gekommen bin. Mhm. Und jetzt werden sie immer mehr. Mit jedem Geschoss kommt eine Leitung dazu, die aufbaut. Ja. Oder ich kann Denkfehler, ne? Denke nicht. Hm. So.
rausnehmen. Das am besten? Jedes Mal dreht er den, der auf meiner Höhe ist. Das ist sehr merkwürdig. Ah, den dreht er jetzt da. Okay. Das ist... Ups. Aufnehmen. Das sind immer meine Wände, wo ich arbeite. Passt. Passt, passt. Passt, passt. Passt. So. Genau. Da müsste das jetzt so ausschauen. Das wäre fürs Kupfer. So einmal so. Genau. Das wäre fürs Kupfer. Zinn könnten wir jetzt eigentlich schon umlegen. Das gleiche System nur von oben runter. Passt. Ich glaube, ich habe es geschnallt. Zinn könnten wir jetzt schon umlegen. Machen wir das, oder? Es ist oben der ganze Weg noch mit aufgebaut. Welcher Weg? Ja, in die südliche Ecke praktisch, wo das Zinn raufkommt. Na, da brauchen wir einen mit Storage Hopper und Rohren. Achso, meinst du, ja. So, ich baue jetzt einmal da weiter vertikal nach unten. Ja. Mach das. Ja, angeschlossen so. Sind ja die Sachen eh. Da ist momentan jetzt einmal wichtiger, dass wir das Eisen wieder in Produktion kriegen. Wie die Aussage, ich bin verdreht. Gott, schockiert nach links geschaut, was mit der Tibra passiert ist. Keine Ahnung. Knoten im Körper. Nein. Aber es passt also, ich kann euch beruhigen. Ich habe irgendwie Gedankenknoten, sagen wir mal so. Okay. Das ist alles nämlich sehr eng. Naja, bei der kleinen Base, die wir haben, können wir nicht allzu großzügig. Genau. Und da verliere ich eben irgendwie den Überblick. Da immer irgendwelche Lampen, das ist sehr komisch. Warum? Hast du immer in der Ecke eine Lampe? Ah, okay. Okay. Du demontierst meine Lampen? Nein, ich weiß, da kommt das Förderband durch, was sie denn machen. Ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus, was ich gerade mache. Das ist traurig. Das ist sehr beruhigend. Tibra hört man ständig werken, aber sie weiß eigentlich nicht, was sie tut. Ja, so ungefähr. So, das muss nach unten, das weiß ich ja jetzt. Das schaut in die Richtung, das schaut in die Richtung. Was haben wir noch geschaut?
Girl on the Train. Girl on the Train, so ist es. Thriller. Den habe ich aber wirklich Krimi-Thriller gut gefunden, trotz der Kritiken. Ja, sehr schlechte Kritiken, weil er angeblich unspannend ist und hat, wie hat es der eine beschrieben, wie eine Zugfahrt im echten Leben. Aber ja, also ich hätte nicht getippt, wer dann der Schuldige ist, sagen wir mal so, um nicht zu spoilern. Ja, also zum Schluss haben wir es dann schon, aber ja, die erste Hälfte vom Film war es überhaupt nicht sichtbar. Oder die ersten zwei Drittel eigentlich. Das stimmt. So, ich komme der Sache näher. Runter. Und sie hat wieder eigentlich sehr gut die Rolle verkörpert. Ja. Stimmt. Wer war das? Emily Blunt. Ne? Emily Blunt, ja. Ja, die mag ich. Die war schon bei Sicario, glaube ich. Ja. Da war sie cool. Mhm. Coole Rolle. Ja, und hat wirklich verschiedene Gesichter, weil bei Edge of Tomorrow mit Tom Cruise war sie auch dabei. Mhm. Da war also diese Heldin, die Kriegsheldin. Ja. Bei Girl on the Train spielt sie ja eigentlich eine Alkoholikerin. Ja, eine betrogene Ehefrau, ne? Mhm. Ex-Ehefrau, Alkoholikerin, mhm. Psychopathin, weiß ich nicht was. Mhm. Aber sie verkörpert es sehr gut. So, raus aus dem Meer. Blödsinn, der gehört ja weg. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Na, nee. Was denn? Ah, ich bin ein bisschen verwirrt. Mach da mal was. Okay. Kohle, Zinn, Kupfer, Eisen, Lithium und dann müsste das da Crystal Deposit oder Gold sein. Whatever.
draußen. Da runter können wir. Ups. Und wieder rüber da in die Ecke. Ich werde mal das nächste Zeugs nehmen, rausnehmen, um Rohre zu machen. Okay. Rohre, Rohre, Rohre. Ja, bei mir werden es jetzt die Orks schon weniger. Aber ich hab noch. Okay. So, schauen wir mal. Könnte das funktionieren? Ja. Ob es funktioniert, sagt uns gleich das Licht. Nee. Das dritte ist Eisen. Da haben wir sogar noch einiges. Und deswegen alles, dass das gehört dann. Füllen wir jetzt noch ein Eisen ein und wir sehen ja dann, ob es fließt.